Pensionsvorsorge beginnt eigentlich schon im frühen Alter. Also Pensionsvorsorge ist ja nicht nur, was ich selber einzahle, sondern Pensionsvorsorge ist ja auch, was bekomme ich vom Staat irgendwann einmal. Natürlich, je früher, desto besser. Aber ob man das leisten kann, ist eine andere Frage. Im Pensionsrechner gibt es im Wesentlichen die drei Säulen der Vorsorge, wo man bei der gesetzlichen einmal den Stand des Pensionskontos eingibt, dann schaut, wie viel ist an betrieblicher Vorsorge, zum Beispiel Pensionskasse oder Abfertigung zur Verfügung und auch an den privaten Vorsorgemöglichkeiten, was habe ich da. Diese vorhandenen Vermögen werden eingegeben und dann wird auch noch zusätzlich der Haushaltsrechner damit kombiniert, wo man sieht, wie viel weniger ich unter Umständen im Nachpensionsrecht ausgeben muss, um meine monatlichen Kosten abzudecken. Was der erstmals kann, dieser Rechner, was wirklich ein Einstellungsmerkmal ist, ist, dass wirklich alles verbunden wird, was es so am Markt gibt. Also diese ganzen Komponenten, die da drinnen sind, gibt es ja eigentlich in gewisser Weise schon. Also einmal, was kann ich vom Staat irgendwann erwarten, wenn ich mit einer gewissen Art der Pension gehe, was kann ich eventuell eine Betriebspension erhalten und was habe ich selber eingezahlt. Und das alles verknüpft mit den Kosten, die ich dann erwarte in der Pension. Also das ist wirklich was Neues und ich kann mich wirklich ganz gut darauf vorbereiten. Also einmal die unsere Abonnenten haben sowieso einen Online-Zugang, also die können sofort beginnen. Die zweite Möglichkeit ist, das Buch zu kaufen. Auch hier ist ein 3-Monats-Abo drin, wo ich dann den Rechner verwenden kann. Oder ich werde Online-Abonnent, auch dann kann ich den jederzeit und so lange ich will nutzen. Also wir haben schon vor, dass wir den Pensionsrechner aktuell halten. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo Leute uns ihre Fragen posten können, wo wir dann einfach schauen, woran fehlt es noch, wo können wir uns besser entwickeln. Und so ist es halt geplant. Wir hoffen, dass er gut genutzt wird.